Servus Leute und herzlich willkommen zum Kochblog LOL Nummer 1. Nochmal neu. Servus Leute und herzlich willkommen zum ersten Kochblog im Black Friday Let's Plays Adventskalender. Und ich bin heute nicht allein. Ihr kennt ihn, ihr hasst ihn, vielleicht mögt ihr ihn auch. Neben mir ist der Skendo. Hey, hallo. Ja, wir machen nochmal neu. Okay. Servus Leute und herzlich willkommen zum ersten Kochblog des Adventskalenders. Wir haben heute Samstag, 14.30 Uhr, alles super gut. Ich bin heute nicht allein, neben mir ist der Askendo. Wir fangen nicht nochmal neu an. Wir fangen nochmal neu an. Das kann man alles schön reinschneiden. Jetzt machen wir Real. Okay. Servus Leute und herzlich willkommen zum ersten Mal Kochblog im Black Friday Sales Place Adventskalender. Wir haben schon zwei Kochblogs davor gemacht, Kürbissuppe und ja, das ein Jahr Special, ja genau. Und neben mir, ja, wer bin ich? Askendo. Ich würde sagen, wir zeigen mal die Zutaten. Und heute gibt es übrigens Rotkohldip. Mhm. Wir haben hier einmal Salz. Aus den Alpen und Idiot. Pfeffer. Walnussöl. Walnüsse. Balsamico. Zwiebeln. Rotkohl. Zitrone. Creme fraiche. Heiselbeeren. Und Ciabatta. AKA italienisches Weißbrot. Außerdem haben wir noch frisch gebacken und in Plastik verpackt. Natürlich haben wir dann hier auch noch ein paar Utensilien. Einmal, ist scheißegal, ob man das sieht oder nicht, kann man schneiden. Ein Rührstab. Oh. Dann haben wir ein Messer, mit dem wir euch erstechen. Zu dem Messer natürlich ein Schneidebrett. Und für die Zitrone. Ein Rührstab. Ja, drehen. Für die Zitrone eine Zitronenpresse. Ja, lol. Ich würde sagen, fangen wir an. Ja, du weißt den Plan. Was steht an? Ich würde sagen, Leute, zuerst Zwiebeln schneiden. Oh, das will ich machen. Und zwar bitte einmal in dünne, feine Streifen. Streifen? Warum nicht? Weil es im Rezept steht, Junge. Ich bräuchte davor noch mal ganz kurz das Messer. Ja, auch mal ohne Schneidebrett machen. Ja, viele Leute sagen ja, Zwiebeln sind die einzigsten, die einem zum Heim bringen. Einzigen. Habt ihr schon mal einen Kürbis in die Fresse bekommen? Wie war das schlecht? Parallel werde ich jetzt hier die Zitrone pressen. Kann man das sehen? Kann man sehen. Hast du auch irgendwie was für Abfall, also für dich? Wirf's in deinen Mund. Ihr kriegt's. Alter, dieser krasse Schnitt setzt sich hin. Wir haben jetzt die Zwiebeln geschnitten, beziehungsweise ich. Und währenddessen habe ich Zitronensaft. So. Ja, wir sind am Topf angelangt. Ja. Was passiert jetzt? Hast du es dir gemerkt, Askendo? Natürlich nicht. Zwiebeln andünsten mit Öl. Wir nehmen zuerst Öl und erhitzen das. Wir nehmen aber Walnussöl. Den besonderen Geschmack. Wie geht der Herd an? Ich mach das kurz. Wie geht der Herd an? Auf dem Anausknopf, Junge. Wo ist der? Ah, da. Mach mal Stufe 8 von 9. Oh, oh. Der Ölsound. Mm. Ölsound 2. Das ist ein Öls-Remix, Mann. Ein bisschen, da kann ich schon. Schuss ja. Öl. Ich glaube, das war zu viel. Hallo. So, das passt so von der Menge her. Es sind jetzt so gut. Kann das sein, dass der Topf ein bisschen klein ist und die Zwiebeln? Ich mach vielleicht mal. Wir werden das kurz mal machen, dass das alles passt. Ich bin dumm. Ja, ich merk's. Nicht da, sondern da. Oh, Junge! Aber du hast es auch nicht gemerkt. Du hast es auch nicht gemerkt. Leute, herzliches Kompliment an uns. Wir sind dumm. Wir haben es tatsächlich geschafft, die falsche Herdplatte anzumachen. Und haben uns gewundert. Ja, weil die hinten ist nämlich auch warm. Bewaffnet mit einem Löffel. Ich würde sagen, sollen wir die Zwiebeln jetzt reinmachen?
Oh, ich werde die kurz ein bisschen auseinanderfummeln. Nee, das wird später immer. Einfach rein in den Topf. Gucken, dass ganz viel daneben fliegt. Dann wird es nämlich super. Hat das noch ein bisschen so den Geschmack des Herz. Soll ich den Rotkohl einfach mal da reinmachen? Nein. Warum nicht? Weil wir die Zwiebeln jetzt glasig andünsten. Steht aber nicht im Rezept. Du und dein hässliches Rezept. Boah. Da muss ich jetzt noch kein Rotkohl. Nur beim Backen braucht mal. Ja, warte. Beim Backen machen wir es erst recht noch zu viel. Mach einfach doppelt so viel wie Zwiebeln. Mehr. Ich weiß schon wie viel. Okay, dann. Nein. Ja, stopp. Stopp. So, jetzt ein bisschen umrühren mal, kurz. Ich nehme das mal, kurz. Ja. Was machen wir mit den Walnüssen? Die kommen am Ende oben drauf. Sollen wir ihn auch noch kurz anbraten? Ein bisschen Salzkaramell. Salzkaramell? Ja. Wenn du willst. Karamell, das ist süßig, aber gleichzeitig auch salzig. Lecker. Voll krass. So. So, jetzt warte, ein bisschen Essig kommt noch oben drauf. Ein Essig-Topping. Und jetzt, pass auf, einmal noch kurz umrühren. Aber in dem Mixer wird's halt nix. Der tut nämlich nicht. Das Video wird komplett abgebrochen, Leute. Alles wird gelöscht. Ihr könnt es hier nicht mal sehen. Kleine Information, wir haben auf Stufe 5 von 9 umgestellt. Das Ganze bleibt jetzt dort für 2 Minuten. Deckel drauf. Alter, krasser Cut. Das wird nochmal kurz umgerührt. Riecht nach Essig, glaube ich. Ja, ich glaube, zu viel reingemacht. Egal, wir können noch ein bisschen mit Zucker nachbessern vielleicht. So. Wie dem auch sei. Das Ganze kommt jetzt in den Mixer, dafür gibt es wieder einen kleinen Cut. So Leute, wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, das nicht mit dem Behälter zu machen, sondern mit dem Rührstab nur an sich. Im Topf. Und da legen wir jetzt los. Kräutercreme fraiche. Kräutercreme fraiche. Fresche Creme fraiche. Das sollte passen für eine Menge. Du Eumel. Warum? Gib. Das reicht. Nicht alles. So reicht's. Da, warte, die Preise werden. Lecker, lecker. Jetzt kommen da noch. Gute Esslöffel Preise. Zwei gute Esslöffel. Ja, wenn der Esslöffel halt ganz ins Glas passt. Perfekt. Reicht. Stopp aus, pfui. Was? Ja, gewürzig, komm nach dem Pürieren, dass wir es abschmecken können, weil wir sind schlaue, kompetente Menschen. Ich bin auch so schlau und kompetent, dass ich gerade eine Preiselbeere auf den Boden fallen lassen habe. Ich bin natürlich sofort wieder weggemacht. Einmal verrühren. Und ich würde sagen, der Mixer kann zum Einsatz kommen. Ja. Wir müssen schon bewegen. So, sich am Boden fest. Doch so. Ja, ich würde sagen, das passt so von, könnte von der Konsistenz her passen. Wir werden nun abschmecken. Pust doch. Wir schmecken ab und essen nicht den Topf leer. Ein
bisschen Zucker würde ich reinmachen. Oder? Immer mal ein bisschen Zucker rein, eine Prise. Kann nie schaden. Und der Rest des Zuckers in meinen Mund. Bisschen Pfeffer, aber nicht auf die Herdplatte, weil ich habe das gerade auch nicht auf die Herdplatte gemacht. Halt. Bleib ruhig. Nee, reicht. Ich würde sogar noch mal einen Hauch von Chili reinmachen. Schärfe. Ja, und zwar keine Pfefferschärfe. Wir haben hier nämlich Cayennepfeffer. 30.000 Scoville. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Scoville sind. Weißt du es? Nee, aber erklärst auch den Zuschauer. Genau, denn ein Scoville bedeutet, dass wenn etwas die Schärfe von 30.000 Scoville, wie unser Chili hier hat, dann bedeutet das, dass man die 30.000-fache Menge an Wasser braucht, um davon einen Tropfen davon... Ja, das ist scharf. Ja, das ist sehr scharf. Man braucht 30.000 Tropfen Wasser, um einen Tropfen davon konzentriert zu verdünnen, dass man die Schärfe nicht mehr schmeckt. Das ist viel. Das Zeug, was wir jetzt hier verwenden, ist schon für Normalos sehr scharf. Aber hat schon eine gewisse Schärfe. Ich sag's mal so, Askendo, wie geht's dir damit? Man hält's aus. Ich denk mal, so passt das jetzt, oder? Mit Milch ist besser. Taste. Und was macht man mit der Zitrone? Aber nicht alles. Da ist schon ein bisschen Säure drin. Aber sehr gut gemacht. Ja. Ja, so reicht es. Du rührst nicht um. Du ziehst das Glatt. Umrühren. Ja, und dann glatt ziehen. Nochmal tasten. Passt, oder? Also ich würde jetzt sagen, es ist zu scharf, aber ich glaube, das liegt gerade dran, weil ich gerade noch die Chili eben gegessen habe. Ich spüre eigentlich nur einen Hauch von Schärfe. So Leute, wir haben uns gerade noch entschlossen, Zimt. Umrühren, Mignon. Ja, ich mach doch schon. Perfekt. Ah, weihnachtlich, das ist geil. Das ist geil. Kannst du mal probieren? Ich weiß schon, dass es geil schmeckt. Ja. Jetzt ist es perfekt, oder? Ist es perfekt? Hunger treibt's nahe. Es ist perfekt. Und jetzt schneiden wir das Brot frisch gebacken aus dem Päckchen, aus dem Ofen. Das schneiden wir jetzt. In Scheiben. Und währenddessen haben wir den Ofen vorgeheizt auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Ja. Krasser Lor. Schneide. Währenddessen werde ich nochmal das Öl holen. Sehr ruhig. Schneide. Öl, wo bist du? Wo hast du das hin? So Leute, wir haben das Brot jetzt geschnitten. Jetzt kommt das hier auf das Backblech. Schon mit Prinzip. Und Muster bitte. Muster! Muster! Herrgott sei Dank. Meine Herren. Was versteht der Junge an der Muster nicht? Nein, das passt nicht ins Muster, das ist zu hoch. Dann, okay. So. Ich nehme mir jetzt mal einen Teelöffel. So Leute, wir könnten vielleicht noch eine Unterlage drunter machen, dafür haben wir das Backpapier. Wusch. Ab in den Ofen. Ey, wofür? Wer braucht noch Teelöffel? Dafür.
Na, oh, du bist dumm. Ich weiß. Dumm wie das, wo vor dir liegt. Ich mach. Mach. Okay. Hilfe, ich werde geschlagen. Ja, wir sind hier. Verteilen. Du bist dumm. Einschmieren. Gib mir deine hässliche Hand weg. Was ist mit meiner Hand? Die Hand, von nichts kann. Ein Herz. Hier ist ein bisschen drauf, das sehe ich dem Brot an. So, das Ganze wandelt jetzt für so lange, bis es fertig ist, in den Ofen. Bis es knusprig ist. Knusprig. Jetzt müssen wir wieder den Herd ankriegen. Schaffst du es diesmal alleine? Den hier. Wow. Ja, ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen Öl. Ich weiß nicht, ob ihr es bereits wusstet, aber wir haben noch die Walnüsse übrig. Und da haben wir uns jetzt dazu entschieden, die noch kurz anzurösten. Ein bisschen mit Zucker, also so leicht karamellisiert. Und sollen wir reinmachen, die Walnüsse? Ist die Pfanne warm? Nein, Pfanne wird warm. So. Sehr. Pfanne warm. Zuerst die Walnüsse rein. Ja, du hast die Wahl. Hashtag schlechte Walnüsse, Witze. Okay, das reicht. Hashtag schlechter Walfisch. Nüsse, das ist immer über. So, ja, ich mache jetzt das erste Mal in meinem Leben Karamell und... Ein bisschen Butter. Stehen Butter. Oh, das riecht schon gut. Die Karamell brennt doch sau schnell an. Eben. Aber rühren, rühren. Ich nehme es mal runter von der Herdplatte. Und mehr Zucker. Umrühren, umrühren, umrühren. Ein bisschen Salz noch. Warte mal, das ist heiße Pfanne. Ja, ich will es ja auch heiß machen. Ja, auch schon. So machen wir da noch mehr. Pass auf, da kommt sehr viel raus. Da. Rein. Dies könnte heiß sein. Ja, ich merke es. Ja, eigentlich. Ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich mit allen Arbeitsschritten fertig. Und dann würde ich sagen, wie bis jetzt immer, das heißt, also wie bis jetzt bei Kochvlogs XY André. Ja, bei Kürbissuppe wird dann jetzt noch ein Bild eingeblendet vom Endergebnis. Ich würde sagen, ich melde mich heute Abend. Den Askendo, den werdet ihr eventuell wieder den nächsten hören. Bis dann, ciao. Tschüss.